Willkommen auf Aurora. Wir haben Sie erwartet. Ich bin Jace Skell und dies ist Welt 2.0. Sie wurden hierher eingeladen, um zu erneuern, zu erfinden und zu erschaffen. Aber wir möchten Sie auch darum bitten, das Beste aus Ihrem Leben zu machen. Hier, fernab vom Rest der Welt, werden wir die Mittel erschaffen, die den Planeten in die Zukunft führen. Eine komplett nachhaltige Wirtschaft, eine friedvolle Umgebung, sichere Häuser, Sicherheit für die ganze Familie und eine Gemeinschaft, die Innovationen zu schätzen weiß. Die Generationen, die uns nachfolgen, werden uns vielleicht vergessen, aber sie werden von unserer Arbeit hier profitieren. Danke, dass Sie Teil uns Garten auf Aurora werden. Gemeinsam errichten wir das Aurora-Scheuer. Willkommen zu einem neuen epischen Let's Play. Wir werden heute gemeinsam die Kampagne von Ghost Recon Breakpoint anzocken oder vielleicht auch ein ganzes Let's Play machen. Ich weiß es nicht. Ich bin so aufgeregt, denn ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass überhaupt noch irgendwelche großen AAA-Spiele auf den Markt geworfen werden. Nach dieser langen, langen Dürrephase endlich mal wieder ein Spiel, wo ich doch wirklich drauf gehypt bin. Ich hoffe, das Spiel wird gut. Den Vorgänger mochte ich ganz gerne, auch wenn der hier und da ein bisschen Kritik geerntet hat. Ich hatte trotzdem meine Freude damit und ich hoffe, dieses Spiel wird mir auch einiges an Freude schenken können. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einer Bewertung unterstützen würdet. Ansonsten alle Links zu allen möglichen Dingen wie immer in der Beschreibung. Und wir müssen jetzt erstmal unseren Ghost erstellen. Wir können hier zufällig durchklicken. Alle möglichen Varianten sind dabei. Schwupps, 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 schwupps. Wir nehmen den hier erstmal als Basic. Weil der sieht eigentlich ganz cool aus. Ich wäre ganz gerne männlich. Ich weiß, die meisten wünschen sich wahrscheinlich da draußen, dass ich eine starke, unabhängige, kinderlose, ehemannlose, starke, schwarze Frau bin. Zweimal stark, weil sie eben so stark ist. Aber ich identifiziere mich dann doch mehr mit dem Mann. Dann generisch. Eigentlich generisch sieht ganz cool aus. Joshua. Ich glaube, ich nehme generisch. Die Augenfarbe. Da nehme ich ein wunderschönes Blau, das im Dschungel, in der Wildnis funkelt, damit die Feinde meine Augen sehen können. Haare. Haare, Haare, Haare. Am Ende werde ich eh wieder hässlich aussehen. Die Leute werden sagen, wie kann man nur so aussehen? Kann man vielleicht auch irgendwie sich drehen? Geht das? Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, das gefällt mir ganz gut. So ein bisschen den John Bernthal-Look, denn der ist ja auch hier dabei. Ein Grund mehr, warum ich auf das Spiel gespannt bin. Punisher Staffel 1 und 2. Die beste Netflix-Serie aller Zeiten und eine der besten Serien allgemein. Ich liebe Punisher. Ich finde so ein Backenbart halt immer voll cool. Was nehme ich mir? Die Qual der Wahl. Old Dutch. Haben wir hier noch mehr? Langer Bart B und langer Bart A. Nee, das sieht irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Wir nehmen den hier. Wir nehmen den hier. So, die Haarfarbe. Dunkel, grau. Ich stehe ja total auf grau, aber wir nehmen dunkel. Und jetzt hier Narben. Wie viele Narben kann ich denn haben? Kann ich nur ein Set an Narben haben?
Verbrennung finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich nehme die Verbrennung. Ich bin kein Hübscher. Ich bin böse. Ja, wir bestätigen. So sehen wir aus. Speichern und starten. Tja, und da wären wir. Irgendwo in der Wildnis. Verkrüppelt, verletzt, voller Schmerzen. Okay, wir müssen unsere Verletzungen heilen. So viele Dinge ploppen auf. Wahrscheinlich werde ich am Anfang erstmal alles lernen müssen, ja? Jetzt direkt eine Warnung an all die Profis und Experten. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Für mich ist alles neu. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier zurechtkomme. Denn wir kennen alle mittlerweile Ubisoft Games. Die haben so viele Icons, Anzeigen, Texte, die aufploppen. Das ist beinahe schon eine Wissenschaft für sich. Gut, ich bin wieder frisch in der Hose. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Wir spielen auf dem PC mit einem Controller. Warum? Nun, die Frage wird dauernd gestellt, weil ich eben jemand bin, der gerne die Füße hochlegt beim Zocken und Let's Playen. Ich sitze jetzt hier gerade ganz gemütlich in meinem dicken, fetten Stuhl. Und ja, chille und spiele. Deswegen Controller. Ich habe keinen Bock, mit Maus und Tastatur zu spielen. Und die Einstellung habe ich mal alles hochgeschraubt. Es sieht deutlich besser aus als der Vorgänger. Besonders die Gesichter, die waren ja wirklich im Vorgänger sehr hässlich. Also wirklich sehr, sehr hässlich. So, ich bin geduckt. Warum sind hier Flares? What is going on? Ist die Waffe schallgedämpft? Ja, ist sie. Ist sie. Was habe ich hier eingesammelt? Spritze MK1. Halten Sie RB gedrückt, um das Objektrad zu öffnen und wählen Sie das Objekt aus. Okay. Ah, okay, okay, okay. Was ist das hier? Heilt und beseitigt manche Wunden. Für den Eigengebrauch heilt alle Verletzungen. Unendlich. Hiervon habe ich 3 Stück. Alright. Jetzt habe ich das hier unten drin. Kann es sein, dass es gerade wieder heller wird? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich muss sagen, was ich so in den Trailern vorab gesehen habe, hat mich so ein bisschen an Metal Gear Solid Snake Eater erinnert. Einfach so diesen Survival-Aspekt. So, steht hier einer oder
Ich höre jemanden husten. Ich sehe hier unten eine Lampe. Oh, hier vorne rennt einer rum. Dürfen wir töten? Ich habe keine Ahnung. Da steht auch einer. Ist hier jemand drin? Wow, 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 wow. Ich habe keine Ahnung, wie krank die Gegner hier drauf sind. Was ist hier passiert? Aber wir können sie markieren wie den Vorgängern. Nun, ich überlege gerade, ob ich die zwei einfach weghole. Hat das Wellen geschlagen? Ich glaube nicht. Die da hinten sind alle noch ruhig. War hier nicht einer drin? Ah, nee, anscheinend nicht. Okay, was haben wir hier Schönes? Können wir die Schulterperspektive vielleicht auch irgendwie wechseln? So, sprinten wir. Looten geht automatisch. Wir müssen nur hinrennen. Dann crappt ihr sich hier den Kram. Schon mal ganz nett und praktisch. Gut gemacht, denn irgendwann nervt es auch, wenn man immer irgendwas gedrückt halten muss. Halten Sie X gedrückt? Zum 10.000. Mal. Alles klar, wir haben Munition. Haben wir eine andere Waffe noch dabei? Wir haben Granaten jetzt. Aber ich bin eher so der Schleicher. Obwohl, am Ende spiele ich auch ganz gerne Rambo. Weil irgendwann geht dir das Schleichen so ein bisschen auf die Nerven. Ich finde es ganz cool, dass wir hier direkt in die Ego-Perspektive umsteigen. Das ist eigentlich ganz angenehm, so zu spielen. Weil das natürlich die sinnvollste Perspektive ist, wenn es ums Zielen geht. Hat der einen Helm? Na, wenn er einen hat, dann keinen guten. Zumindest nicht gut genug. Oh, wir können sogar die Leichen tragen und wegräumen. Gefällt mir. Alles klar, gehen wir hier mal rein und nehmen mit, was wir in die Finger kriegen können. Kann man jemals so viel Loot haben? Höchstwahrscheinlich nein. Die Granate ist auch MK1. Es gibt also Qualitätsstufen. Ah, das sieht schon cool aus. Ob da drüben noch irgendwas los ist? Plötzlich ist aus irgendeinem Grund auch mein Radar verschwunden. Möglicherweise, weil eben keine Gegner in der Nähe sind. Durchhaltevermögen, Dosis einfach. Was ist das hier? Irgend so ein Drogenlabor? Spritzen sind wir voll. Ein Granatapfel habe ich auch gefunden. Soll es nicht angeblich auch Hunger und Durst geben oder bin ich da fehlinformiert? Ich meine, sowas hätte ich im Trailer irgendwie mitbekommen. Also ich weiß, dass man hier in dem Spiel einen sehr hohen Wert auf den Survival-Effekt gelegt hat. Das wurde ja so angekündigt. Und jetzt, wo ich hier den Apfel, den Granatapfel gefunden habe, könnte ich sogar mir vorstellen, dass ich das richtig im Kopf habe. Untersuchen Sie die Absturzstelle. Scheiße. Meine Leute. Normalerweise hatte ich Untertitel an. Keine Ahnung, warum die jetzt hier gerade wieder aus sind. Untersuchen, wartet mal, bevor wir den hier untersuchen. Nehmen wir hier noch den Kram mit. Könnte ja sein, dass wir eine Cutscene oder sowas auslösen. Und dann den ganzen Kram hier nicht mehr bekommen. So, was haben wir denn hier? Eine neue Waffe. Wie wechsle ich denn die Waffen? So, hier geht's in die Bewaffnung. Aha. Gut, wir können also hier zwei Waffen zuweisen und noch eine leichte Handfeuerwaffe. Dann sehen wir hier auch unsere Ausrüstung. Wir haben hier Griffhandschuhe, leichte Drohnenführerweste, Nomad und Rangerstiefel. Auch hier alles wieder mit irgendwelchen Stufen. Ausstattung Stufe 2. Oh, das Menü, da muss man anscheinend eine Menge lernen. Wirkt zumindest auf den ersten Blick relativ komplex. Gut, ja gut, das ist easy. Jetzt checken wir mal hier.
Kein schöner Tod. Eins von drei. Also gibt es hier noch mehr Punkte, wo wir hin müssen. Ich werde erstmal mit der Pistole rumrennen. Steht da einer? Weil die andere Waffe nicht schallgedämpft ist. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir unsere Waffen frei anpassen können. Und gegebenenfalls halt dann Schalldämpfer drauf knallen. Sobald wir einen finden. So, jetzt schauen wir mal. Wir sollen hier drüben hin. Halber Kilometer. Okay. Easy. Ganz, ganz easy. Feinde in der Nähe. Wer? Stone? Stone will alle tot sehen. Können wir uns auch hinlegen? Yo. Tarnung. In Bauchlage. Ach, wir schlammen uns hier ein. Aus so einem Wrack liegt keiner lebend raus. Die sind mit Sicherheit alle tot. Scheiße, Mann, das ist richtig cool. Meinst du, die sind alle tot, nur weil du das sagst? Wie wäre es, wenn du die Fresse hältst und deine Augen aufmachst, bevor so ein Gorilla-Assassin mit der Regierung aus dem Baum springt und uns beide erdrosselt? Was? Eine Gorilla-Assassine? Auf keinen Fall hat jemand so einen Absturz überlebt! Denk an das, was Blöd gesagt hat. Wir müssen den Tod von allen bestätigen. Keiner entkommt uns lebend. Trennt euch mal, ihr zwei. Ah, jemand hat die... Alles klar. Ich bestätige euren Tod. Ihr seid weg. Oh, wir haben 300 Schuss dabei. Nicht schlecht. Also wie gesagt, ich werde die Untertitel noch anmachen und ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Option reingehen. Ich glaube, da können wir noch ein kleines bisschen Qualität rauskitzeln. Ihr kennt das ja mittlerweile, die Spiele starten alle direkt. Da kommst du gar nicht mehr in die Option rein. Das Nötigste kannst du am Anfang auswählen, dann geht's los. Wir beschwören den Teufel. Bro, bist du hier drin? Oh. Oh. Eine Weste, die bessere Werte hat. Ist ja so ein richtiges Rollenspielelement, was hier verwurstet wurde. Passt mir nicht. Überlebenden suchen, obwohl wir wissen, dass niemand sowas überlebt. Auch mit Controller ist er hier krank unterwegs. Und bangt sie alle weg. Oh, eine P90 habe ich bekommen. Auch MK1. Und ich habe einen Fertigkeitspunkt. Alles klar, also das hier ist ein halbes Rollenspiel. Gut zu wissen. Ist schon krass mittlerweile. Gut, schauen wir mal rein. Die können wir hier anlegen. Ja, nehmen wir sie mit. Und hier eine bessere Weste. Was natürlich auch einen kosmetischen Effekt hat. Hier können wir mal vergleichen. Na? Hier mit diesen Riemen. Und hier ein bisschen mehr Panzerung. Ich weiß, Chef, ich weiß. Ich weiß, dass wir wechseln können. Es muss noch jemand leben. Das sieht alles ganz schön übel aus. Ob da noch jemand am Leben ist? Ich bezweifle's. Wir sind auf uns allein gestellt. Mal wieder, wie so oft. Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over. Hier ist Weaver, kommen, over. Irgendwas? Oh Gott. Kontakt, Kontakt! Feuer einstellen! Walker? Tut mir leid, Weaver.
Okay, Untertitel sind an in Cutscenes und der fucking Punisher schlägt zu. Sogar anscheinend die Original-Synchronstimme. Was ich da eben gerade gehört habe. Gegner mit hoher Stufe. Also, gegen die können wir nichts machen. Wir können uns jetzt hier ein Tutorial ansehen, aber ich kann mir eigentlich denken, was da genau gemeint ist. Aber die da vorne sind Dullis. Ich bin mal gespannt, wie groß die Spielwelt ist. Im letzten Teil war sie ja wirklich gigantisch, also Wahnsinn. Tja, wir sind wirklich alleine. Wir haben zwar überlebt, wurden aber direkt dezimiert. Ich will mal einen im Nahkampf wegholen. Ach komm! Ey, wie oft habe ich den jetzt hier getroffen? Selbst wenn ich nicht exakt den Schädel getroffen habe. Jemand ballert dir in den Hals. Einen will ich jetzt hier mal in Nahkampf holen. Ich habe gerade einen Ghost erledigt. Erster Abschuss des Tages. Die Jungs können nichts. Ich weiß gar nicht, warum alle so besorgt sind. Die Jungs können nichts. Wow, die Kamera schwimmt hier gerade ein bisschen. Hier ist einer. Ich bin durchgedreht. Absolut. Ey, was ist das hier? Ich hänge irgendwo drin. Okay, buggy, glitchy. Wisst ihr Bescheid. Aber wir haben auch noch keinen Release. Wildnisrätsel. What the hell? Alter, das ist aber ganz schön grob. Und der checkt gar nichts. Der metzelt die hier aber sauber weg. Junge, Junge, Junge. Die letzte Absturzstelle. Meine letzte Hoffnung. Rennt der gerade straight auf mich zu? Was zum? Hab ein Ghost im Gebiet! Aber ihr wisst nicht wo. Okay, ihr wisst wo. Ihr wisst wo. Oh, da rennen aber ganz schön viele rum. Achtung! Unterschätzt den Ghost nicht! Unterschätzt den Ghost nicht! Alles klar, der hier ist ein bisschen krasser unterwegs. War hier nicht noch einer? Jungs, bin ich gut oder seid ihr verdammt schlecht? Leben von dieser Insel runter. Okay, Körperschüsse halten die eine Menge aus. Also da sind die verdammt robust unterwegs. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Easy, Partner. Ganz easy. Nicht, dass dir hier die Lunge explodiert. Eine neue Waffe für uns. Können wir unendlich viel Zeug mit uns rumschleppen oder haben wir einen Rucksack, der irgendwann voll werden kann? Na, mal sehen, ob hier noch irgendjemand am Leben ist. Mayday. Hier ist Ghost Lead. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Ghost Lead. Wer ist da? Eine Freundin. Ich habe das Funkgerät von einem Ghost. Und dieser Ghost atmet noch? Ghost Lead. Man kann dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verarztet. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Verstanden. Ghost Lead Ende. Alright. Auf einmal ist hier ein Zug. Gut, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich eine Bewertung reinknüppeln. Ich werde hier nochmal ein bisschen an den Optionen rumspielen.
Das Ganze hier, ich weiß nicht, ob ein Day-One-Patch schon drauf ist. Kann sein, dass hier noch ein paar Bugs drin sind. Wir sind hier vor Release. Ich habe die Version von Ubisoft bekommen. Das Spiel kommt ja erst offiziell am Freitag raus. Deswegen sind wir da mal noch ein bisschen tolerant, was vielleicht diverse Bugs angeht. Und die könnten dann in der regulären Verkaufsversion behoben sein. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!